Und damit wieder mal ein herzliches Hallo zu einer entspannten Runde 7 Days to Die. Wer hätte es gedacht, dass die Fanpips es endlich mal schaffen, aus dem Alpha-Stadium in ein Release-Stadium zu wechseln? Es wurde ja immer gemunkelt, 7 Days wird immer Alpha bleiben. Aber die Pimps haben uns sozusagen eines Besseren belehrt und wir schauen rein in die Release-Version 1.0. Endlich ist sie da. Ich habe uns schon mal einen Spieler hergestellt, zumindest einen, der mir so halbwegs ein bisschen gefällt. Männlich war klar. Weiß ja, die anderen Farben waren jetzt, haben die Gesichtszüge mir nicht so gefallen. Auch hier sieht ein bisschen, ah ja, der sieht schon eher nach mir aus, zumindestens so sehe ich mich. Bart braucht man nicht, dann müssen wir uns weniger rasieren. Ja, das ist unser Typ, den wir zum Spiel nehmen, das ist unser Asmo. Okay. Neues Spiel, wir können es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Permadoof, das passt schon, weil so fühle ich mich an manchen Tagen. Aber lass mal schauen. Krieger, klar, alles andere wäre ja auch Quatsch. Höherstellen können wir es dann alle mal noch. 120 Minuten pro Tag, ja, schön entspannt anfangen. Runtersetzen können wir es alle mal dann. Werte bleibt alles so an. Lass mal jetzt mal so. Müssen wir nichts ändern. Dann. Spielname. Let's play V1. Neue Züge gewählt. Also, okay, wenn er es nicht anders will, kriegt er so. Start. Und wenn man so in Vorfreude ist, dann dauert das und dauert das und dauert das. Auch wenn der Weltnet jedoch relativ schnell ist. Rein in der Welt aufzutauchen, aber sicher sind wir das. Eine neue Geburt. Wir sind da. Erste Häuser. Erste Stadt. Erste Straße. Hurra! Eine der größten Änderungen wohl überhaupt ist der Anfang. So, erstmal gucken. Da ist was. Meine. So, bevor wir es vergessen. Lasst uns mal schauen. Ein Quest-System. Wie gut und wie toll das ist, müssen wir mal schauen. Wir folgen ihm einfach mal und machen mal der Reihenfolge nach einfach so die Schritte durch. Holz sammeln. Kennen wir. Können wir mal schauen, wie gut wir es noch können. Jawohl. Muss nur wieder aufpassen, nicht, dass ich schon am ersten Tag in irgendeine brenzliche Situation gerate. So, da ist noch ein bisschen Holz. Pflanzenfasern. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich nach viel Spaß an. Nach viel Tatkraft. Ja. Steine da. Erstmal ganz gemütlich ankommen. Nein, nicht kaputt machen, du. Wir brauchen die noch. Ganz gemütlich reinkommen ins Spiel. Uns ein Plätzchen suchen. Wo wir bleiben. Hab mir im Vorfeld das noch nicht überlegt, wie es werden wird, was es werden wird. Ob ich mir nun von vom Start weg irgendein Häuschen hole oder nehme und das umbaue oder ob ich mir komplett was eigenes baue. Ich weiß es noch nicht. Da ist noch ein Stein. Ja. Erledigt. Gibt Punkte dafür. Okay. Eine Steinaxt. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Ob wir vor allem mit, ob ich ja überhaupt vor allem mit den Tasten noch klarkomme. Ist ja nun doch ein paar Tage her. So. Die haben wir.
Als nächstes. Was sagt er uns? Holz sammeln, Steine sammeln. Okay, krieg mal hin. Achso, jetzt. 10 Holz. Und Steine, da. Bum, bum, bum. Mal schauen, ob ich diesmal mehr Glück habe mit der Welt. Weil in der letzten Staffel war ja die Welt doch ein bisschen sehr verrückt. Viel zu weite Wege für die Quests. Aber man kann ja nicht immer nur kein Glück haben. So. Steinchen haben wir genug. Aufgabe erledigt. Pünktchen geholt. Wie geht's weiter? Lachen. Was ist das nächste? Es gibt ja keine Sachen mehr so, wie es im in der letzten Folge war, sondern jetzt haben wir ja unser Outfit. Kann man die Kapuze gleich noch mitmachen? Ein paar Stiefel. Und ein paar Handschuhe. Und damit sehen wir unseren Freund auch das erste Mal. Hier ein Outfit rein. Da eine Mütze. Da die Schuhe und da die Handschuhe. Ja. So sehen wir aus. Und damit weiter im Text. Gar nicht so lange warten. Denn so ein Tag ist schnell um. Einen Knüppel bauen. Krieg mal hin. Holzknüppel, unser erster, der erste von vielen. Nochmal Holz sammeln, machen wir. Ein paar Pflanzenfasern noch. Ein Bogen. Auch der wird nicht der letzte bleiben, zumindest in Form eines Holzbogens. Haben wir. Federn. Schauen. Mit. Ein paar Steine können wir mitnehmen. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Ein bisschen Baumwolle für ein paar Verbände. Obwohl die nicht wirklich viel bringen, aber. Ja. Was haben wir? Steinpfeile. 2 Stück. Soll es an zu wenig Holz scheitern? Das glaube ich ja wohl nicht. Ja. Einfach mal gemütlich in der Welt rumschleichen. Mal schauen, wo der nächste Händler ist, wie viele 1000 Kilometer wir rennen müssen. Und vielleicht sehen wir ja unterwegs schon das Gebäude unserer Wahl. 8 Stück, naja, besser als nichts. Haben wir auch erledigt. Holen uns die Pünktchen und Tutorial Quest abgeschlossen. Oh, gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten vom White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du deinen Händler finden, einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen, verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Ja, und wenn die schon sagen, friedlichen Bürger, dann gehe ich mal davon aus, dass wir als erstes bei Rekt auftauchen. Und seine Friedlichkeit kennen wir ja nun zu Genüge. So, wo geht's lang? Da lang. Schauen wir auf die Karte. Okay. Na dann, lasst uns mal Rekt besuchen. Oder wer auch immer das sein soll. Vielleicht können wir ja unterwegs das eine oder andere Vogelnest noch mit einsammeln. Und uns die Taschen schön vollschmeißen mit Loot. Ja, Knochen. Ein Knochen ist besser als kein Knochen.
Nehmen wir schon mal ein paar Steine mit für noch ein paar Pfeile. Als wir noch ein paar Federn finden. Da. Was leuchtet mir da entgegen? Da, noch ein paar Nester. Pfeile. Ja, ja, das sieht doch gut aus. So sieht das doch gut aus. Ihr wisst, ich spiele zu gern mit Bogen. Gegen alle Vernunft zumindest. Aber ich liebe halt das Bogenspiel. Oh. Nein. Ich glaube, das ist uns noch eine Nummer zu schwierig. Man muss ja nicht gleich wieder als erstes in im Militärgebiet. Sieht schon wieder so zerklüftet aus. Ich habe aber auch immer ein Glück mit meinen Karten. Ich sollte vielleicht mir angewöhnen, Standardkarten zu nehmen, die sind wenigstens ausbalanciert. Hier ein Stein und dort ein Stein. Das Lebensgefühl schlechthin. Ein Stein, ein Stock. Survival. Noch ein paar Nester. Jetzt mal solche weiten Wege. Apropos weite Wege. Kann ich mir vielleicht gleich mal noch einen Schlafsack machen. Nicht, dass doch irgendwas schief geht. Und ich dann ohne Section dastehe. Ja. Aber jetzt. So. Ich habe einen Schlafsack. Ich darf sein. Das schmeißen wir schon mal raus, weil das sind so Dinge, die können wir uns dann besorgen, wenn wir sie brauchen. Ja. Tadam, bam, 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 bam. Es fühlt sich auf jeden Fall verdammt gut an, hier zu sein. Mal schauen, wie lange ich das noch sage. Spätestens, wenn die erste Horde mich überrennt. Was gehört? Naja, war bestimmt nur ein Reh. Noch kann ich mir sie einreden. Kriegen wir jetzt schon vielleicht einen Honig? Nö. Hätte ja sein können. So, die Stadt nähert sich. Und damit bestimmt auch die ersten bösen Zimboletten. Ah ja, auch wenn es nur Holz war, ich glaube, wir werden wieder so viel Holz brauchen. So. Heile. Läuft. Oh. Unser erster Freund. Hallo, Herr Nachbar. Ich will hier einziehen. Was bist du denn für ein unfreundlicher Mensch? Was hast du nun davon?
Ich habe freundlich Hallo gesagt. Oh. Ich scheine alle so unfreundlich zu sein. Lass uns mal schnell weitergehen. Zum Händler. Wenigstens Hallo sagen. Bettchen hinlegen. Ja. Hast du hier eine Tür? Ja. Tada. Hallöchen. Lang nicht mehr hier gewesen. Das Schönste beim Händler ist immer das Looten. Um zu gucken, was er so hat. Ohne ihn es dann unter die Nase zu reiben und zu verkaufen. Aha. Oh, das erste Büchlein. Wir lernen kochen. Okay. Hab kochen gelernt. Hier braucht man nichts. Oi. Sind aber wieder aggro heute hier. Das war daneben. Jetzt ist ein neuer Sheriff hier. Habt ihr nichts mehr zu melden? Ja. Wir legen uns mal den Schlafsack erstmal schon mal hierher. Haben wir. Na dann. Echt. Hallöchen. Schön mal hier gemütlich schauen, ob Rekt für uns was versteckt hat. So Fetzen. Ja, da, auch die brauchen wir. Ich ziehe ein, das reicht. Mehr brauche ich nicht. Was zu essen, kann man immer gebrauchen. Gibt schon ein paar Hühner? Braucht noch ein paar Federn? Nee. Schade. Hier was zu holen? Nee. Ich habe die Klos noch nie so recht verstanden. Du kannst dich drin nicht verstecken, du. Was haben wir denn da? Unser erstes Buch, Werkstatt und Schmieden. Okay. Draußen rennt er schon der ersten Verrückten rum. Dazu nicht, dass noch einer reinkommt. Ungefragt. Da. Autsch. Die sich wehgetan hat? Bestimmt nicht, oder? Ist nur gestolpert. Herrlich, wir kommen am Händler an, die Taschen sind voll. Fahrzeuge? Schnell gelernt, okay. Was ist denn hier drin? Ja, wir haben schon mal was zu essen und was zu trinken. Wir sind gut vorbereitet. Allerlei Kleinzeug. Nächste Werkstattbuch. Okay. Naja. Sind wir doch gut dabei. So, na dann. Los rein. Was haben wir denn? Naja. Sehr durchwachsen von allen ein bisschen was. Automaten. Ja, noch haben wir sowieso kein Geld. Hat er hier noch irgendwas versteckt in seinen Ecken? Noch ein Büchlein. Rüstung. Oh ja, Rüstung, da müssen wir uns ganz intensiv mit beschäftigen. Nochmal Rüstung, seht ihr?
das ist wohl eins der tollen Änderungen, die da wohl jetzt sind. Funktionskleidung. Für jeden Zweck die richtige. Oh, ein guter Schnaps. Ah, Baumaterialien. Ah, komm. Zip. Ich war's nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Hallo, mein Freund. Lang nicht mehr gesehen. Ja. Eine Steinschaufel. Das ist meine Belohnung. Nehme ich trotzdem. Ich weiß, es kommt von Herzen, mein Freund. So. What are you, a zombie? Decide already. Könnt ihr denn irgendwelches Zeug schon mal verscharren da? Weil das brauchen wir jetzt erstmal alles noch nicht. So. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Willst du den Schnaps? EP-Zuwachs. 6 Minuten. Na komm. Weg damit. Nägel brauche ich auch noch nicht. So, den Rest werden wir wohl behalten müssen. Dann behalten wir es halt. Okay. Thank you very much, and now you can go fuck yourself. Hast du hier ein paar Änderungen? Sieht jetzt für mich nicht so aus. Nö, alles noch ungefähr das gleiche. Kochtopf 600, ich glaube, da werden wir den werden wir uns als erstes zulegen müssen, damit wir uns was. Bücher. Nö. Well, there's a fucking door. Why don't gib uns mal eine Aufgabe. Gott, so weit weg. If you want a job from me, well, don't just stand there with your thumb up your ass. Go do the goddamn job. Ja, ja, schrei mich nicht so an. Das ist zum Thema freundlich. Freundliche Nachbarn. Na super. Die einen wollen uns verprügeln. So. Ah, das sind die neuen Aufbewahrungskisten. Komm, wir machen mal eine. Nicht den ganzen Quatsch mit uns mit rumschleppen. Wo ist sie denn gelandet? Dort. Komm ja draußen zum Schlafen. Zack, legen. Nächster. Da. Hauptquartier. Händler. So, schmeißen wir mal alles raus, was wir jetzt nicht brauchen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das nicht. Federn lassen wir mal noch. Das kann raus, das. Einfach mal die Taschen leer machen. Brief können wir uns später angucken. So. Wir haben was zu essen. Hier was zu essen. Wir haben ein bisschen Geld. Na dann. Auf zum fröhlichen Schaufeln. Ja, seht ihr, 3 Meter gelaufen, Taschen wieder voll. Was für ein Elend. Raus damit. So, Steine, Kisten, Beile. Ja, komm, wir müssen. So viel essen müssen wir nicht unterwegs. Wir wollen ja nur ein bisschen schaufeln. Haben wenigstens ein bisschen Platz im Inventar. Apropos Platz im Inventar, was brauchen wir denn? Haussammler wäre so das erste. 100 Kunststoff, 4 Eisenrohre. Was haben wir denn schon? Eisenrohre haben wir, Kunststoff. Ja, wir brauchen ein bisschen Kleber und Co. Gut, dann lasst uns mal schaufeln. Tür zu, nicht, dass da ja gefressen wird. Und dann. Auf ihn mit Gebrüll. Ich finde ja, die neuen Zombie-Modelle sind echt gut geworden. Ich höre doch schon wieder jemanden. Wo ist er? Bleibt stehen. Ich krieg euch.
Ich glaube, die Zelte sind keine gute Idee, sind meistens von Hunden bewacht. Müssen uns ja nicht gleich auf den ersten Tag. Ja, doch, auch mal. Siehst du das? Hallo? Ei, 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 ei. Okay, die haben wir erledigt. Steinchen nehmen wir schon mal mit. Hätten wir gleich einen Schlafsack mitnehmen sollen. Badum, bam, bam. War noch nicht so nah an die Stadt ran. Nicht, dass wir Gleitresche kriegen. Dann können wir schon mal ein paar Steinchen mit einsammeln. Da haben wir bestimmt nie genug davon. Goldrute. Ich gehe davon aus, dass ich das öfter mit der Durchfall haben werde, weil ich immer alles sofort verschnabulieren muss. Essen, trinken passt soweit. Hallo. Hier bin ich. Das war ein Volltreffer. Und nochmal. Ich habe das Gefühl, als bräuchten die zum Start weg wirklich eine ganze Menge mehr Schläge. Habe mich, wie gesagt, nicht wirklich spoilern lassen. Habe mir das ganz gemütlich nur für mich aufgehoben. Und kenne nur wenige Eckpunkte von den Sachen, die sich geändert haben. Und alles andere, ja, kriegen wir gemeinsam raus. Wir lernen sozusagen auf die harte Tour. Hoffe ich zumindest. Zumindest haben wir schon mal weite Wege. Hier ist der Platz zum Schaufeln. Komm, bevor. Oh. Sie gleich als Gruppe. Demonstration verboten. Oh. Er hat bestimmt was Schlechtes zum Frühstück gehabt. Wenn ich ihn jetzt auch noch richtig treffe, dann könnte das was werden. Na komm. Uiuiui. Vorsicht, Herr Nachbar. Hier ist es glatt. Na komm. Na ja, an die Ausdauer müssen wir uns erst noch gewöhnen. Ich weiß, an die Nicht-Ausdauer. Bist aber hart im Nehmen. Gut. Na dann. Lasst uns unser erstes Schaufelerlebnis gemeinsam beginnen. Mit einer 1er Schaufel. Da wird wieder genau nichts passieren und man schaufelt sich einen Wolf. Ersten Block haben wir weg. Mal schauen, wie tief wir schaufeln müssen. Bum, 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 bum. Ah, da war ja was mit der Ausdauer. Stimmt ja. Hallo?
Die erste Quest kann ja nicht so schwer sein, oder? Naja, wir sind ziemlich in der Mitte gelandet. Eigentlich liebe ich das Schaufeln, ja, weil es sehr entspannt ist. Aber es ist halt eine Sache, da man viel Zeit mit verbringen, vor allem wenn man in die falsche Richtung buddelt. Mal sehen, wie viele Schaufeleinlagen wir mit dabei haben werden. Oder wie oft ich dann alleine zum Schaufeln rausgehe. Na komm. Oh. Und überhaupt raus? Also rauskommen würden wir. Wo ist es? Wo ist unser Schatz? Ich habe ihn schon gesehen, da. Okay. Und draußen, ich war's nicht. Pfeife. Hallo? Ja, willst du ins Loch? Na komm. Alles für die Punkte. Können wir den gleich verbuddeln? Lass mich in Ruhe. Aha. Den haben wir aus seinem Rucksack aus dem Kreuz geschossen. Super. Na dann. Lasst uns mal abgeben, damit wir vielleicht unsere erste Quest heute erledigt haben. Mal sehen, wohin uns unser Freund als nächstes schickt. Und den lassen wir mal in Ruhe. Ja. Kannst du zum Händler gehen? Der hat bestimmt Magenschmerzen, Magenschmerztabletten oder sowas. Boing. So, ich hoffe mal, jetzt die weiten Wege sind kein Zeichen dafür, für die vielen anderen weiten Wege, die wir noch zurücklegen müssen. Und später mit einem Auto ist es vielleicht kein Problem oder Motorrad. Und darauf freue ich mich ganz besonders, auf die neuen Fahrzeuge. Warum buddelt sie jetzt hier Steine ab? Als hättest du nichts zu tun? Naja, hab ja gesagt, gemütlich. So, los. Rein. In die Tür, da. Hallo, freundlicher Nachbar, ich bin zurück. Steck das mal weg, sieht sonst so unfreundlich aus. Hallo, mein Freund, guck, was ich habe. So. Belohnung. Selbstgemachte Pistole. Ich bin für Pistole. Ja, ja. So. Don't test my patience. Willst du was von den Sachen haben? Guck mal da. Ein bisschen Lehm. Gibt nur eins. Lohnt sich ja gar nicht. Haben wir sonst was? Oh, wir haben Honig geerntet. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. So, gibst du uns mal eine Aufgabe für morgen? Beseitige Zombies abholen. Old Creepy Church. What are you standing there for? Don't you have work to do? Ja, quatsch nicht so viel. So, was wir schon mal machen können, wir können mal schauen, was trinken. Und was essen. Ja, gibt nicht viel, aber immerhin. Da. Taschen auspacken. Dann gucken wir uns wenigstens mal noch an,
wo die Reise hingehen soll. Bitte. So. Lass raus, die Fasern behalte ich mal noch. Leben kann raus. Guck mal, wir sind schon reich. Die Pfeile lassen wir mal hier. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Die öffnen wir mal. Ja. Ein paar Schuss haben wir. Hier, für wenn es schief geht. Die nehmen wir rüber. Ein paar Pfeile vielleicht noch. Da. So. Hier vielleicht mal noch Steine. Damit wir wenigstens mal was reparieren können. Da. Also die Sachen sehen ja doch schon ein bisschen arg mitgenommen aus. Steinchen. Apropos Steinchen. Können wir vielleicht schon was höherwertigeres da herstellen? Stufe 1. Stufe 1. Okay. Ja gut, dann ab. Reparieren wollten wir es. So. Hab's nicht auch einen Speer? Steinspeer, was brauchen wir denn? Auch ein paar Steinchen. Die finden wir auf dem Weg. Hey. Ein paar Fasern. Legen wir uns mal einen Schlafsack dorthin. Vorsichtshalber. Man weiß immer nie, für was es gut ist. Ja. Hallo? Jemand hier? Nein. Okay. Sag doch. Ich komme an, die Taschen sind voll. Klappt das noch, dass man hier auch Steinchen machen kann? Ja, aber. Einer noch. Steinspeer. So. Jetzt sind wir einmal ausgerüstet. Na dann. So, einen Schlafsack, den zweiten. Ach, den haben wir. Knüppel in der Hand. Als erstes in die Kirche. Naja, das ist, wird ja. Kunststoff sammeln. Komm mit. Wollen wir heute mal eine bisschen längere Runde machen? Und uns gleich mal die Kirschen noch anschauen? Ja, ne? Können wir mal ringsrum gucken, was uns erwartet. Verschlossen. Ach, das war ja. Ich erinnere mich dran. Na los, kommt. Die Zeit muss noch sein. So. Schlafsack her. Obwohl, so weit ist der Weg ja nicht, oder? Na komm. Besser ist besser. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Hallo? Geht's denn hier rein? Da. Hallo? Es war doch wieder klar. Hat er überhaupt schon ein Messer? Jagdmesser, Knochenmesser, nee. Dann wird's damit. Barbarisch wie wir sind. Mal hier drin. Ja.
Na komm. Da sitzt jemand. Nein. Nicht so viel mit einmal. Wollen wir schon mal unseren Bogen ausprobieren. Kommt ihr mit oder nicht? Na. Geht ja ganz gut. Daneben. Freue ich mich schon wieder auf unseren Compound-Bogen. Ja. Naja, die halten schon ein bisschen mehr aus. Na. Sehr schön. Oh, da ging auch daneben. Will natürlich gelernt sein. Oh. Ja, ja. Ist ja noch mal gut gegangen. Hallo? Irgendwie fühle ich mich dann immer schlecht, in der Kirche auf Plündertour zu gehen. Was war denn hier? Kümmere dich um deinen Speer. Hab ich, einen gebaut. Bisschen Leder. Hallo? Was noch? Bücher? Was denn hier? Hm. Sprengstoffe, okay. Oh, ich hab doch gesagt. Rüstung. Wird wohl ein Thema werden. Da ist keiner drin. Und die Schramme am Knie. Hat er sich jetzt ein Autschi gemacht? Ich war's nicht. Du nur. Die macht ein Radau. Denkst du, da kommt eine ganze Horde? Lass mich in Ruhe. Hab dir gar nichts getan. Treffer. Noch ein Treffer. Na komm. Selbst schuld. Hättest du nicht so einen Krawall gemacht. Und das ist unsere Tasche. Die habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Kürbis. Ah ja. Da. Aha. Kaputt. Geht jetzt hier hin? Wir haben unsere Tasche doch. Wir müssen gar nicht weiter. Na komm. Nö. Oh.
Komm. Ein Glück fällt er mir wieder auf den Kopf. Also. Iiui. Komm her. Wo kommt denn der jetzt her? Da kann denn eine Abkürzung. Eieiei. Leute, nicht so schnell. Ich hab für alle was übrig. Nein. Rutsch mir vor Schreck gleich die Kopfhörer aus dem Ohr. Und die Musik noch dazu. Na, komm. Level up, jawohl. Na komm. Wehr dich nicht. Jetzt war ich aber erschrocken. Wo kommt denn der noch her? Bist überlastet. Und so legen wir mal die Stühle, damit bin ich nicht mehr überlastet. Alle versorgt. Aha. Ah, so geht die erste Runde auch zu Ende. Zack, weg ist es. Schauen wir uns mal unseren Loot an. Lebensmittel, Fertigkeitenstelle, Verbände und Medizin ist immer gut. Da ist was für ein Händler. Bisschen Munition. Was zum Heilen. Ah ja, nochmal jetzt richtig mit Action und so. War ja so gar nicht gedacht. Ich dachte so ganz gemütlich. Zwei Zombies, die hier rumspringen. Na komm. Ja, haben wir zumindest ein bisschen was eingesammelt. Und hier oben, der hat sich versteckt. Nee. Da geht's noch höher. Geh weg. Ah, da ist noch eine Kiste. Ja, ein bisschen Holz. Nehmen wir alles mit. Gut. Dann gehe ich mal Richtung Händler. Gebe die Mission mal ab. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Eure Gedanken und Meinungen gerne in die Kommentare. Habt ihr genauso sehnsüchtig drauf gewartet wie ich? Oder sagt ihr, naja, so viel Neues, Tolles gibt's ja bestimmt nicht. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder und dann schauen wir mal, was wir als nächste Mission haben. Und vielleicht klappt's ja, dass wir so schnell wie möglich uns hier mobil bewegen können. Muss natürlich aufpassen. Bin überlastet. Gut, dann bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.